Sind erste Klasse. Wir retten die Welt mit Frequenzen und dem Sound. Wir mischen, schneiden von allen Seiten. Wir ordnen neu und duplizieren. Unser Song, der wird ein Riesenhit. Das Spiel geht los. Wer ist der Sieger im Spiel? Ja, wir. Das Spiel geht los. Unser Name ist? MP Bush. Wer ist der Supergehirn? Na, wir. Wir spielen das Spiel und das Spiel heißt? MP Bush. Wir sind schneller und lauter als der Schall. Dein Highscore ist so hoch für uns. Wir lassen euch los. Denn wir haben ohnehin die beste Strategie. Download, Upgrade und Supersonic Rapper schocken jedes Spiel, wir sind die Besten. Das wisst ihr. Beste Sieger im Spiel. Na, wir. Das Spiel geht los. Unser Name ist MP Boy. Damien Darkstone, du bist... Nicht heute. Groß, dunkel und grauenvoll. Siehst du? Das ist das Problem mit der Jugend heutzutage. Kein Respekt zu meiner Zeit. Hör zu, Tenebrous, du bist ein Spielschurke. Deine Zeit besteht aus einem programmierten Event, das auf einem Chip gespeichert ist. Okay, belustige mich und sage, welche triviale, bedeutungslose Entschuldigung ist es diesmal? Meine Eltern haben mir einen ganzen Monat Hausarrest gegeben, weil ich in einem Mathe-Test geschummelt habe. Schummeln? Das tust du doch die ganze Zeit. Hättest du nicht gecheatet, wäre ich niemals der Spielmatrix entkommen. Ja, ich weiß, du kannst alles rational erklären, doch meine Eltern sehen das anders. So, Darkstone, du fürchtest also eine Standpauke von deinen Eltern mehr, als was ich, Tenebrous, omnipotenter Herrscher aller Gefilde, dir antun könnte? Wie erbärmlich. Na gut, es ist Game Time. Auf, machen wir uns ans Gemetzel. Exakt. Verschwende keine weitere Zeit. Lade Wüste der Verdammnis. Lade Wüste der Verdammnis. Bald werden die Auswirkungen dieses tödlichen Levels Fidelity niederschmettern und ein digitaler Sandsturm wird schließlich deine Welt umhüllen, auf dass ich sie zu meinem virtuellen Spiel einschmeiße. Hat jemand von euch neue Downloads? Ich bin sowas von durch mit dieser Musik. Hey Casey, du könntest dir ja auch mal eigene Musik kaufen. Kuda, wie lange müssen wir dir noch beim Posen zuschauen? Nur noch einen Übersprung. Der Coolster wird einen neuen Sprungrekord aufstellen beim Schwimmwettbewerb am Samstag. Arschbombe! Hey, sorry Leute, ich wollte nur... Wow! Digitaler Sandsturm! Tenebrous Angriffswelle verwandelt Fidelity in eine virtuelle Wüste! Es wird nicht lange dauern, bis die ganze Stadt unter riesigen virtuellen Sanddünen begraben ist. Wir machen uns besser auf zum Tetragon. Wüste der Verdammnis ist ein gefährliches und schwieriges Level. Es ist zufällig auch das Level, in dem Devlin 13 seinen höchsten Score erzielt hat. Höchstwahrscheinlich durch exzessives Cheaten. Ist ganz natürlich für ihn, diese Schlange. Deshalb müsst ihr schnell denken und gemeinsam als Team arbeiten, wenn ihr Tenebrous und Devlin 13 besiegen wollt. Es gibt nur einen einzigen richtigen Weg, wenn ihr es durch die Wüste der Verdammnis schaffen wollt. Und das ist... Klaxen! Komm zurück, Klaxen! Ich hab so das Gefühl, Klaxen und Fidelity sind in großen Schwierigkeiten. Okay, es ist wieder mal Zeit für die Kavallerie. MP-Boss!
Devlin 13. Wie lange dauert es noch, bis die Gamewelle Fidelity eingehüllt hat? Je schneller wir handeln, desto weniger Zeit bleibt MP4s, um in meine großen Pläne einzugreifen. Ich sag dir, niemand spielt dieses Level besser als meine Wenigkeit. Bloße Worte beeindrucken mich nicht, Lakai. Zeig mir, wie du das Spiel an dich reißt. Dann beeindruckt dich vielleicht das hier, Big T. Klecksen? Eingesperrt wie ein Vögelchen? Devlin 13, ich bin beeindruckt. Ich gebe mein Bestes. Ich verlange meine Freilassung und zwar sofort. Genau, ich kümmere mich darum. Nicht mit dir aus dem Weg. Muss MP4s auf sämtliche Help-Icons verzichten und selbiges gilt für dich, Klecksen. Warum hier aufhören, Devlin 13? Dieses Gerät wird Klecksens gesamte Power auf mich übertragen. Und zwar innerhalb einer Stunde. Du, dein Schlimmstes, Tenebrous, MP4s wird auf jeden Fall besiegt sein. Diese Supergutmenschen haben überhaupt keine Chance. Nicht diesmal. Dieses Level wird hart ohne Klecksen. Unser Gameplay muss spontan improvisiert werden. Das ist alles. Wir machen das sonst auch immer so, wenn wir MP4s online spielen. Ich weiß, dass dieser stinkende Spielschurke Tenebris und sein verzogener Handlanger Devlin 13 Klecksen haben. Wir müssen ihn retten. Und ich soll also hier der Schnellmerker sein? Wir versohlen ihm den Hintern, bezwingen das Level, retten Klecksen und sind zum Abendbrot zu Hause. Kinderspiel. Wow! Was war das? Was war das? Fresh. Wie war das nochmal? Skulkers! Skelettpiraten, die das Level bewachen. Nur die Besten kommen hier vorbei. Wir überlegen uns besser schnell einen Schlachtplan. Da kommt noch mehr. Diese Fieslinge sollen uns beschäftigen, bis der Rest der Piratenlegion hier eintrifft. Dann ist es jetzt Zeit, die Fronten auszugleichen. Download Hover Windsurfer. Macht man das? Trash-Style! Jetzt wird es Zeit für einen Extra-Kick! Ich weiß, es war schön, aber jetzt werden wir mal den Sack zumachen. Devlin 13. Und wieder mal ist dieser böse Schurke nicht erfreut. Deine Skulkers sollten die Wächter dieses Levels sein, nicht das Begrüßungskomitee. Kein Grund, hier wie verrückt am Rad zu drehen. Ich hab dieses Level im Griff. Wart ab und sieh. Und jetzt lass ich die Pixel fliegen. Genau, Kickblast. Selbst im Vorbeifliegen. Du kannst keinen Superhelden schlagen, der es drauf hat. Du hattest diese Superhelden-MP4s plagen und du konntest sie noch nicht mal durch Betrug aufhalten. Entspann dich, Tenebrous. Das ist mein Level. Vergiss nicht, ich hab's drauf. Ja! Wo sind wir? Ich kann mich an den Teil des Levels nicht erinnern. Devlin 13 muss die Game Matrix rekonfiguriert und so ein verstecktes Level generiert haben. Also, so wie ich unsere Hornbirne Tenebrous kenne, bedeutet ein verstecktes Level versteckten Ärger. Wo überlachst du, Devlin 13? Ich bin der, der hier lacht. Du bist derjenige, der besser dafür sorgt, dass ich was zu lachen habe. Du willst was zu lachen haben? Wie wär's mit MP4s, die nach ihren Mamas weinen? Lumien des Verderbens, sie sind in diesem Level gar nicht vorgesehen. Als Devlin 13 die Game Matrix rekonfiguriert hat,
muss das ein weiteres Level von MP-Force geöffnet haben. Trash, du musstest schon wieder deine große Klappe aufreißen. Mein Fehler. Ups. Wenn ihr zwei mit eurem kleinlichen Gezanke fertig seid, solltet ihr eure Energie auf die hier konzentrieren. Gut gemacht, Screenplay. Das nenne ich ja mal den richtigen Ton anschlagen. Zeit für einige Präzisionsschüsse, um richtigen Schaden anzurichten. Es geht nichts über einen Hattrick, um Bonuspunkte abzusahnen. Jetzt leiste ich mal meinen Beitrag zum Team und wickle diese bandagierten Freaks aus. Ha! Ja! Nehmt das! Yeah! Rework! Sieben sind weg, einer noch übrig. Es wird nun Zeit, Vernunft in diese blöden Mumien zu stampfen. Yeah! Es geht doch nichts über fette Punkte für die Guten. Wir müssen einen Ausweg finden, wo immer wir auch sind, bevor noch mehr von Tenebrous' digitalen Schergen auftauchen. Hey, seht! Da ist ein Licht am Ende des Korridors. Das könnte der Weg nach draußen sein. Oder eine Falle. Tja, Königin des Verderbens, wenn du keine bessere Idee hast, gehe ich mit Screenplay. Da lang ist besser als nirgendwohin. Fein, aber vergesst nicht, ich hab's euch gesagt. Schaut euch das Innere dieser Pyramide an. Es ist gigantisch. Moment mal, ich kenne diesen Ort. Es ist der Kartenraum, der zwischen den Levels existiert. Was? Kartenraum? Das bedeutet, hier sollte eine Karte sein, die uns den Weg zu Tenebrous' Festung zeigt. So können wir das Level bezwingen und Klecksen retten. Hab sie! Sieh dir das Symbol auf der Karte an. Es deutet an, dass es dort ein Grenzportal gibt. Grenzportal? Also du meinst, am Ende des Korridors haben wir einen Weg aus dem Level und zurück ins Spiel gefunden, um den Bösen in den Hintern zu treten? Du weißt, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, hab's dir gesagt, aber... Tu nicht so groß. Ich bin reif genug, um zuzugeben, wenn ich falsch liege. Ach, Klappe, ihr zwei. Wir müssen uns beeilen. Wenn wir nicht Tenebrous besiegen und das Level schaffen, sind Fidelity, Klecksen und die Realität am Ende. Der Karte zufolge verläuft das Grenzportal durch diese Schatztruhe. Devlin 13, du sollst MP-Force besiegen und ihnen keine Karte zu unserer Haustür geben. Entspann dich, T-Man. MP-Force haben vielleicht die Karte. Aber angesichts dessen, was ich in petto hab, wären sie nicht dazu kommen, sie zu benutzen. Damit hättest du besser recht. Oder du wirst chancenlos sein im bodenlosen Wirbel der Verdammnis. Wer behauptet hat, Videospiele würden Spaß machen, hat nie für einen größenwahnsinnigen Spielschurken gearbeitet, der davon besessen ist, die Realität zu zerstören. Es heißt bald Game Over für diese Zweitliga-Superhelden. Wow, es ist die Megalith Sphinx. Ich wusste, dass es nicht so leicht werden würde. Die Megalith Sphinx. Devlin 13, du hast, was das Spiel angeht, soeben meine Gunst wiedergewonnen. Danke, Tenebrous. Es gibt nichts im Leben, was ich mir mehr wünsche als deine Bewunderung. Die Megalith Sphinx wird uns nicht angreifen, solange wir uns nicht der Truhe nähern. Also, ich schlage vor, wir greifen zuerst an. Okay, Leute, folgt mir. Benutzt Schallfusion, um den Sand zu verdichten. Jetzt! Massiver Stein, das sollte halten. Gute Arbeit. Jetzt lasst uns die Truhe öffnen und dann zurück ins Spiel. Ah, Mann. Digital verschlossen. Tja, Wunderknabe. Du findest besser einen Weg, sie digital zu öffnen, da Mumien im Anmarsch sind. Oh, jederzeit, Reverb. Ich hab's. Der Letzte ist ein Muttersöhnchen. Oder Töchterchen. Hattest du nicht gesagt, dieses Megalith-Sphinx-Ding sei unbezwingbar? Nur um das klarzustellen, sie haben sie gar nicht bezwungen. Sie haben sie ganz einfach nur feige umgangen. Mich interessieren deine spitzfindigen Entschuldigungen nicht. Mich interessiert nur der endgültige Sieg über MP-Force. Ist ja gut jetzt. Du verlangst es, du bekommst es. MP-Force werden sich wünschen, sie hätten aufgegeben, als sie die Chance dazu hatten. Dünenlabyrinth. Hier kommt das Abrisskommando. Bleibt besser, wo ihr seid. Ich bin gleich... Kickblast! Halt! Danke, Reverb. Also, sieht so aus, als ginge der einzige Weg durchs Labyrinth.
Seid auf der Hut. Ich erinnere mich noch genau. Online wimmelt es hier nur so von Fallen. Dir ist schon klar, dass du es schon wieder getan hast? Wir haben nichts zu befürchten. Von hier an läuft alles wie am Schnürchen. Die Karte zeigt uns den Ort. Manchmal sind deine Kommentare so schlecht wie die von Weichbirne hier. Hey! Ich schätze, als du sagtest, wie am Schnürchen, meintest du die Piraten, die uns aufknüpfen wollen? Ihr virtuelles Schiff treibt uns durchs Labyrinth. Und wahrscheinlich eine Falle. Oh nein! Es ist ein Digi-Skorpion! Oh. Nichts wie weg von hier! Xen, wenn du nicht bald besser spielst, dann werde ich deine Mutter anrufen und ihr sagen, wo du gerade bist. Das gibt Hausarrest, bis du 50 bist. Tu das und ich verstecke deine Sammlung von Keramik-Kätzchenfiguren. Das würdest du nicht wagen. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Los jetzt, macht schneller, Leute! Ich liebe den Geruch von quietschenden Digi-Skorpionen am Morgen. Du tust besser schnell etwas, jämmerlicher Wurm. Wie wär's damit? Oh nein! Aber auch gar nichts in diesem Level läuft nach den Regeln. Okay, Leute, irgendwelche Ideen? Eine menschliche Kette, MP4-Style, schon dabei. Devlin 13, du! Was? Eine großartige Figur beim Spielen. Oh, wow, danke, Big T. Tenebras digitale Festung sollte gleich hinter dieser Mauer sein. Das sollte kein Problem sein. Auf keinen Fall hält ein kleiner Elektroschock Trash auf. Wie wär's dann mit einem richtig großen Elektroschock? Download Hoverboards. Zeit zum Aufpowern, MP4s. Was nun? Devlin 13, du hast ihnen genau die Waffe gegeben, die sie zur Flucht benötigen. Ich konzentriere all meine Energie, um ein digitales Notsignal zu generieren. Seht! Gut gemacht, Claxon. Jetzt wissen wir, wo wir Tenebras digitale Festung finden. Endlich fange ich an, mich materiell zu fühlen. Dank dir, Claxon. Das Notsignal war deine letzte Hoffnung auf Rettung. Was dich angeht, Darkstone, Captain Skull hält MP4s besser auf. Andernfalls. Keine Sorge, mein pessimistischer Herrscher des Digitals. Dank der Dreadbooter ist er einfach unbezwingbar. Achtung, Captain Skull hetzt seine Dreadbooters los! Ha, ha, ha. Richtig gehört, Matrose. Jetzt macht ihr Bekanntschaft mit meiner strammen Crew. Kiel holen und auspeitschen. Dieser schmucke Seebär ist Scurvy. Und last but not least, mein Haustier, Mr. Screech. Oh Mann, wir brauchen schlagkräftige Waffen-Upgrades. Download Sonic Turbo Armbrust. Download Bigfoot. Download Cyclone Scream. Download Mega Blaster. Scheint, als seien sie für den Einzelkampf programmiert. Du hast so recht, Streber. Alter, das ist es. Alle wechseln jetzt den Partner. Ha? Hallo, Kickblast. Auf Wiedersehen, Scurvy. Klasse, gutes Teamwork, Leute.
Freut euch nicht zu früh, ihr Landratten! Machen wir den holzbeinigen Fiesling alle! Ich bin immun gegen eure nutzlosen Waffen, aber gegen meine steht ihr schlecht da, ihr Leichtmatrosen! Er ist sogar immun gegen die Upgrades! Einer von Devlin 13's Chiefs! Ich habe eine Idee! Download Hoverboard! Endlich! Der Sieg ist fast mein! Ich werde herrschen, soweit ich blicken kann, und jeden zerschmettern, der sich mir widersetzt! Gewinnen wir doch zuerst das Spiel, bevor wir die Siegesfeier planen, okay? Ich kann das hier nicht ewig durchhalten! Okay, das ist der Deal. Ihr macht euch auf zur digitalen Festung und ich hole euch später ein. Klar zur Wende! Kriegt sie weg! Sie übertrumpfen uns! Schweig! Du vergisst, dass wir immer noch eine wertvolle Geisel haben. Der zweite Sieger ist immer der erste unter den Verlierern. Sehr gut gespielt, MP Force. Diese Schurken haben wirklich alles in die Waagschale geworfen. Sie haben betrogen wie nie zuvor und euch meiner Führung beraubt. Und trotzdem behieltet ihr die Oberhand. Schön, dich wiederzuhaben, Klaxon. Ich bin mir jedoch sicher, Tenebris wird nicht aufgeben, die reale Welt zu digitalisieren. Wann immer Tenebris beschließt, ein weiteres Level zu laden, werden MP Force bereit sein, ihn zu stoppen. Das zeigt nur wieder, Piraterie zahlt sich nicht aus. Also, ich habe vorerst genug von allem Piratenmäßigen, einschließlich Musik. Von nun an kaufe ich all meine Musik. Darkstone! Du hattest alle Trümpfe in der Hand und doch hat dich MP Force erniedrigt. Ja, Mom. Ja, schon gut. Ich weiß. Tut mir leid. Mir geht's gut, Mom. Okay. Ja. Oh, dein grenzenloser Dilettantismus und deine Cheaterei hat uns gegen MP Force verlieren lassen. Arnold, du solltest schwer bestraft werden. Stell dich hinten an. Meine Mom hat rausgefunden, dass ich weg war. Sie gibt mir für den Rest meines Lebens Hausarrest. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal? Oh, wie ich bereits sagte, das Problem mit der heutigen Jugend ist das Fehlen von bösen Prioritäten.